Hallihallo und willkommen zurück hier am Donnerstag hier im Forst- und Industriegigant-Projekt. So, wir hatten vorgestern, genau, vorgestern am Dienstag gesagt, wir wollen die Zeit schneller laufen lassen. Und da haben wir jetzt den feiner Timescale mit drauf. Wir machen jetzt mal, wir sehen oben zehnfache Geschwindigkeit. Ich hoffe, dass das einigermaßen passt. So, hier wird Hackschnitzel abgeladen, sehr gut. So, dann können wir wieder hier nach oben, weil das Ding ist na klar auch schnellere Zeit, heißt eben auch die Produktion arbeiten schneller. Das heißt, wir müssen schneller arbeiten hier. Ob wir das dauerhaft so schnell laufen lassen, müssen wir einfach mal sehen. Jetzt im Moment denke ich mal. Für den Anfang ist es, glaube ich, ganz in Ordnung. Ich denke mal, je mehr wir zu tun bekommen, werden wir dann irgendwann wieder runtergehen, auch mit der ganzen Geschichte. So. Ja, da ist wieder ein Ästchen, das sehe ich von hier. Zwei sogar. Na komm. So, dann haben wir hier. Na komm, geh weg. Den kann man ja gar nicht übersehen hier. Da ist was dran. Oh, das sind so viele von diesen kleinen Bitzeläschen. Das ist, naja. Aber egal, kriegen wir alles hin. So, da ist noch was. Na gut, wir müssen mal mit dem LKW ein bisschen näher ranfahren. Oh, das kreuz und quer hier aufgeladen. Ich glaube, da sollten wir gleich noch mal abladen und das fein säuberlich drauf machen. Ja, komm, das machen wir auch. So durcheinander wie das ist, bringt das nichts. So, jetzt noch mal aufladen, bitte. Also richtige Taste drücken, das sollte man auch. Hallo? Jetzt geht das schon. Oh, was soll denn das? Das ging doch immer so schön. Oh, die Raupe ist angekommen. Die Raupe ist angekommen. Da müssen wir auf jeden Fall zum Shop, 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 Shop. Hier. Da liegt die Schaufel. Ach, hier steht noch das kleine Fass. Ach ja, das haben wir ja auch noch hier. So, dann heißt das für dich gleich wieder zum Sägewerk zurück. Ja, hat er anderthalb Folgen fast dazu gebraucht. Das heißt, am Samstag dürfte er dann oben sein. Ah ja. Gut. Abflug. So, dann heißt das für uns wieder. Ja gut, sieht jetzt nicht wirklich schön aus, aber er hat geladen, das ist die Hauptsache. Heißt alles in den Hackschnitzler rein, weil der dürfte jetzt auch sehr schnell durchlaufen, weil der hat, glaube ich, einen sehr hohen Durchsatz. Und wir müssten jetzt mal ein paar Touren mit dem Unimog machen, dass wir Brennstoffe ins Sägewerk bringen. Sonst habe ich irgendwie das Gefühl,
dass das Sägewerk bald steht. Und wir könnten rein theoretisch auch warten, bis der Waldrat da ist. Aber wir machen es jetzt so. Komm. Boah, ja, da stehen noch die Bretterabfallpaletten. Aber die müssen wir auch demnächst mal wegbringen. So, wir können jetzt mal gucken. Jetzt müsst ihr ja bei der Getreidemühle. Ja, 5000 Liter sind durch. Ist doch schon mal gut. Tum, 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 tum. So. Wie schaut das denn hier eigentlich jetzt aus? Ja, Holz 151.000 Liter ist drin. Das sieht ja mehr als genug aus für den Moment. Wir hatten ja, glaube ich, gesagt, dass wir mit einem Anhänger Hackschnitzel machen wir knappe 20.000. Ja, müssten wir gleich mal kurz zum Global Market springen und uns das nochmal angucken. Und genau, wir wollten eigentlich schauen, was die Papierfabrik kostet. 208.000. Gut, da haben wir das schon mal geklärt. Und wie schaut das hier aus? Wieso kriege ich jetzt hier wieder keinen. Ach, dann steht wieder ein. Ah, genau, der Flusswasserkollege steht gerade im Trigger. Da müssen wir mal kurz warten, bis der voll ist, damit wir da gucken können. Nein, kein Flusswasserladen. Ich will einfach nur den globalen Markt aufrufen. Hallo. Darf ich jetzt? Er mag nicht. Er mag nicht. Na gut, dann nicht. So, weiter geht's. Ja, guck mal, hier ist schon wieder eine angekommen. Das heißt, wir laden hier auch wieder Hackschnitzelchen auf. Aber wir machen es uns jetzt ein bisschen einfacher. Wir fahren jetzt gleich rückwärts hier rein. Dann haben wir es nicht so eng mit dem Hin- und Her-Drehen da drinnen. Und da müssen wir gleich nochmal zum Markt gucken, warum der jetzt nicht aufgehen will. Das heißt ja aber auch, wenn wir so schnell laufen, werden hier auch ordentlich Kalk produziert. Und ja, bringt alles dann schneller Geld. So. Ja, dann gucken wir jetzt noch mal kurz zum Markt rüber. Weil das finde ich nicht schön, dass wir den jetzt nicht aufrufen können. Ja, jetzt geht's. Oh, da ist der Preis aber ganz schön gefallen. 7.000 nur noch. Warte mal, warte mal. 7.614 durch 45. Das sind 169.
Was würden wir denn normal bekommen für Hackschnitzel? Na ja gut, noch weniger. Ja, dann müssen wir doch wieder direkt Holz verkaufen. Wäre dann vielleicht doch sinnvoller, weil der direkte Holzverkauf hat ja doch mehr gebracht, meine ich. Ja gut, wir können ja mal zwischendurch wieder eine Fuhre direkt Holz verkaufen gleich. Weiß nicht, ob wir das heute noch schaffen. Spätestens am Samstag. Spätestens am Samstag. So. Ups. Na, komm. Hab dich nicht so. Ein bisschen widerspenstig, das komische Teil hier. Wieder einen. Tja, da müssen wir wirklich gucken. Also ich war nicht irgendwie wirklich, dass der Hackschnitzelpreis da im globalen Markt viel besser war mal. Ich kann mich auch täuschen. Ich kann mich da auch wirklich täuschen. Aber dann machen wir eben wirklich so ein Misch zwischen Hackschnitzeln und Bäume direkt verkaufen. Das geht ja auch. Wichtig ist, dass Geld reinkommt. Wie gesagt, wir brauchen 200.000 für die Papiergeschichte. Ja, Lohnzahlung, ja, klar. Die Fahrer kosten auch Geld, das ist klar, das ist klar. Ey, du sollst hier mitkommen. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt wieder ein schönes Eckchen weggemacht. Da werden wir gleich, wenn die Raupe dann da ist, wieder ein bisschen die Hackschnitzel einsammeln. Die Baumstümpfe alle mal wegfräsen danach. Aber wir sollten auf jeden Fall gleich noch das Holz einmal verladen und zum Holzhandel bringen. Weil so langsam wird das Konto ein bisschen sehr knapp, was ich da oben sehe. Nur noch 7.000 Euro auf dem Konto, das ist ja nicht sonderlich viel. Das heißt, wir holen uns gleich den Iveco, sammeln das Holz ein. So.
gucken. Der Waltra ist noch nicht zu sehen. Und dann können wir nämlich am Samstag eine Tour Holz verkaufen. Um einfach auch den Kontostand wieder aufzubessern. Hier müssen wir jetzt aber wirklich akkurat und schön verladen. So. Da darf nichts krumm schief sein. Da müssen wir jetzt wirklich drauf achten, damit wir maximale Menge einfach mitbekommen hier. Ja, sieht schon mal gut aus. Was ist mit euch da draußen los? Also, hier sind wieder. Ein Ästchen. Was ist mit dir? Wird auch aufgeladen. So, hier haben wir wieder das gute alte Problem. So, aber der ist schon gut, gut voll, würde ich sagen. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen was drauf bekommen. Ja, gut, das fällt jetzt schon drüber runter. Nee. Dann lassen wir das so. Schauen wir mal, was das dann bringt jetzt. So. Das war ja irgendwie. Oh Gott, wie. Oh. Müssen wir erstmal hier rauskommen. So, das war irgendwas mit Verkauf. Holz, irgendwas mit Holz. Holzhandel, glaube ich, war das. Dann lassen wir den nämlich da runterfahren und dann können wir am Samstag gucken, was dabei rumkommt. Ah, guck mal, die Raupe ist da. Cool. Das heißt, wir können da auch am Samstag Hackschnitzel machen. Perfekt, würde ich sagen. Damit würde ich sagen, ja, machen wir doch Feierabend für heute. Wie gesagt, morgen, nee, nicht morgen, wieso sage ich immer morgen? Am Samstag geht's weiter hier mit einer neuen Folge. Schaut gerne wieder rein. Bis dahin, macht es gut und tschüss.